Der Triebwagen TWE von Märklin, unterdessen auch schon 85 Jahre alt. Um einiges jünger und für echte Modellbahner zum Haare raufen, diese USA-DDR-Komposition, bestehend aus einer Lionel-Lok und Schürzenwagen von Zeuke. Baugröße 0 und in Gang gesetzt von echten Spielbahnern. Nächstes Beispiel die Köf von Lenz auf Gleisen von Fleischmann mit alten Blechwagen der Nürnberger Firma. Und alles passt, alles rollt und Spaß macht es auch. Der Schienenbus von Lenz als PMG mit 3 Güterwagen, darunter unser Süßiswagen, der allerdings schon ausgeräumt war. Die Aufnahmen entstanden in der letzten Stunde der Ausstellung in Jettingen. Unser Motto: Spur 0, uralt, alt und neu. Und von neu geht es zu alt, zu Justra aus Frankreich mit ihren batteriebetriebenen silbernen Triebwagen aus den 60er Jahren. Flott sind sie unterwegs und schnittig sehen sie aus. Und durch die Batterien innen sind sie absolut pflegeleicht. Unsere Anlage war recht groß, 8 Meter lang und 3 Meter breit. Sie besteht aus 2 Teilen, einem L und einem Rechteck. Unser Team heißt Lokomotive Ochserplatz, bestehend aus Revoluz links, Trixbahn Rolf und meiner Wenigkeit. Am Sonntag war Mark noch dabei, ein junger Mann, der mit seiner Oma die Ausstellung besucht und sich bei uns über viele Stunden nützlich gemacht hat. Hauptsächlich um schwächelnde Loks hat er sich gekümmert. Vielen Dank noch einmal von dieser Stelle aus. Das ist ein ziemlich einfacher Zug der Firma Keim. Die Wagen mit roten Kunststoffrädern, aber mir gefällt dieser Zug. Einfach aus Blech gefertigt und schön anzuschauen. In den 50er Jahren gab es die Baugröße 0, auch für den kleinen Geldbeutel, wie diesen blau-beigen Renner. Auf unserem Einzeltisch hat der Märklin-Triebwagen Platz gemacht für eine Märklin-E-Lok und diverse Wagen von Buhl. Innen weiterhin die Lionel-Lok und die Zeuke-Wagen. Dieser Zug war ein wahrer Dauerläufer. Uns hat der Auftritt der Spur-Null-Fahrzeuge großen Spaß gemacht. Die Ausstellung der Interessengemeinschaft Spur-Null hat uns sicher nicht zum letzten Mal gesehen.